Hallo, ich habe mir überlegt, mal ein kleines Video zu machen, und zwar geht es um Folgendes. Auf YouTube fangen wir jetzt ja erst gerade an, Sachen zu machen, aber mit dem regulären Blog der nachtwind.de gibt es uns schon was länger, und ich habe nie irgendwo zusammengefasst, wie das Ganze zustande gekommen ist, und dann dachte ich, das mache ich mal jetzt. Angefangen hat das Ganze 2008. Und zwar habe ich damals online Spiele gespielt und habe in einem Spiel, Titan Quest, Leute gesucht, mit denen ich das online spielen kann. Und bin dabei in einem Forum gelandet, so wie das früher halt ganz üblich war zu dem Spiel. Konnte da Fragen stellen und habe da jemanden kennengelernt, der eine Gilde geführt hat, quasi eine Online-Gilde, und die nannte sich die Gebrechlichen, weil es für Spieler, ja, ich glaube, damals war es über 30, eigentlich von der Orientierung her war. Und es gab noch eine Gilde für die Jüngeren, aber es gab dazwischen so einen Altersbereich, für den es keine Gilde gab. Und ich habe mich dann gefragt, wo ich hingehöre und was ich machen soll, und habe mich natürlich eher den Älteren zugeordnet. Und ja, habe auf jeden Fall da den Gildenchef so ein bisschen kennengelernt, und das war der Hans. Im Internet war er damals unterwegs unter dem Namen der Imperator und ist er auch heute noch, wie das halt so ist mit so Internetnamen. Und irgendwann nach einem Weilchen, dass wir zusammen gespielt haben, meinte er, ich sollte mir überlegen, vielleicht auch einen Blog zu machen. Weil er hat auch einen gemacht, und ja, dann hat er vorgeschlagen, probier das doch auch aus, du kannst ganz okay schreiben und mach das doch mal, vielleicht ist das was für dich. Da habe ich dann damals schon meine so Gedichtchen geschrieben und Kurzgeschichten und sowas und habe ein Weilchen da, ja, in der Blogosphäre, wie man so schön gesagt hat, rumgedoktort, habe Sachen geschrieben, habe immer wieder kleinere Projekte angefangen, habe dann auch irgendwann mit Hans zusammen an einer Geschichte geschrieben, was dann immer wieder eingeschlafen ist, wir haben es wiederbelebt, es ist wieder eingeschlafen und so weiter und so fort. Auf jeden Fall sind darüber einige sehr gute Freundschaften entstanden und wir haben darüber halt dann auch uns immer wieder gesehen und getroffen, und das ist für mich halt einfach was Besonderes gewesen. Es ist halt nicht nur einfach irgendwie, ja, schreiben und im Internet rumhängen gewesen, sondern es sind einfach alles sehr gute Menschen, die ich da kennengelernt habe damals über diese Gilde, und auch wenn wir heute kein einziges Spiel mehr zusammen spielen, das sind Leute, auf die man sich verlassen kann. Irgendwann kam der Punkt mit meinem Blog, wo ich zwar immer noch zufrieden war, aber ich hatte Lust, was mit mehr Leuten zu machen. Ich habe auch immer mehr Menschen kennengelernt, die coole Sachen konnten. Damals auf jeden Fall Red Hat, der bürgerlich eigentlich Stefan heißt, und wer zu der Zeit auch schon ein bisschen in meinem Umfeld unterwegs war, war der Fotowikinger Tobi, den ich über den Slam, den ich mitorganisiert habe, und Slams, bei denen ich selber aufgetreten bin, kennengelernt habe. Und mit den beiden zusammen habe ich dann 2013 aus meinem privaten Blog versucht, eine Art Magazin zu machen. Das hat ganz okay funktioniert. Wir haben immer mal wieder Beiträge erstellt, haben zusammen Sachen geschrieben, aber wir haben nie eine richtige Form gefunden. Also wir waren ein Blog für alles, das sind wir auch heute noch. Aber wir sind nie so ganz irgendwie, weiß ich nicht. Also es ist nicht so krass geworden, wie ich es mir gewünscht habe. Es war nicht so ein heftiges, okay, jetzt arbeiten wir ständig zusammen und es entwickelt sich alles weiter und wird größer. Es ist alles sehr gemächlich vorwärts gegangen. Ich habe irgendwann als so ein ungewählter Teamleader mir überlegt gehabt, dass ich einfach alle meine Freunde oder Leute, die ich cool finde, weil sie was Gutes können, da reinhole in diese Seite, und habe dann unzählige Leute, die alle super toll sind. Also wenn ihr bei uns auf dem Blog auf den Schieber das Team klickt und da stehen ehemalige oder freie Mitarbeiter, das sind alle super Menschen, die es wert sind, dass man sich anguckt, was sie machen und was sie können. Aber der Fehler, oder was heißt der Fehler? Das Problem, wenn man seine Freunde mit reinholt, die selber gar keine Ambition haben zu bloggen oder was zu machen im Internet, ist halt einfach, dass sie es als Freundschaftsdienst machen, aber gar nicht selber kreativ werden wollen. Und eins der Teammitglieder, die jetzt noch vor kurzem mit dabei waren, hat mich dann auf den Gedanken gebracht, das funktioniert so nicht.
Das klappt so nicht. Da haben einige Teammitglieder dann was zugesagt und seit neuestem sind wir wieder sehr, sehr wenige. Beziehungsweise jetzt seit allerneuesten, seit jetzt April 2016, suchen wir neue Leute, anstatt dass ich rumlaufe und sie anspreche und sage: Hey, du bist super toll, bitte mach bei mir mit, weil ich möchte, dass du deine Sachen auf meiner Internetseite veröffentlichst. Haben wir das offen ausgeschrieben. Und ich kann jetzt an dieser Stelle schon sagen, es haben sich sehr spannende Menschen gemeldet. Und ja, es ist jetzt 8 Jahre später, dass es diesen Blog gibt. Angefangen als ein kleiner, winziger Blog, in dem halt, wie gesagt, nur ein paar Gedichte und Kurzgeschichten ablagen. Jetzt hin zu einer Seite mit eigenem Videokanal und Podcasts und regelmäßigen Podcasts zu verschiedensten Themen, Interviews mit ganz unterschiedlichen Menschen. Darunter, was für mich unfassbar ist, ein Spiegel-Bestseller-Autor und ja, ganz viele tolle Leute. Und wir sind gespannt, wie es weitergeht und was mit dieser Seite noch passiert. Und irgendwann wird vielleicht auch jemand in diesen YouTube-Kanal von uns gucken und wird sich fragen: Hey, wie hat das eigentlich angefangen, was ihr da mit der Seite gemacht habt? Und dann könnt ihr euch dieses Video hier angucken, dann habt ihr zumindest einen Teil der Erklärung. Für die Zukunft, ich wünsche mir, dass ich weiterhin selber motiviert bin zu schreiben, und das bin ich auf jeden Fall, also für den Blog und Inhalte zu produzieren. Weil selbst wenn das nie eine große Menge von Leuten sieht, das ist mir gar nicht so wichtig. Aber ich bin in einem guten Alter, wo man darüber nachdenken kann, dass man irgendwann mal Kinder hat. Und wenn die mich fragen, was hast du damals eigentlich so alles gemacht, dann werde ich denen diesen Kram zeigen können und werde sagen können: Ja, das habe ich gemacht. Ich war hobbymäßig Autor, Journalist und ja, Blogger. Und habe Geschichten erzählt und habe mich für Menschen interessiert. Und dann können die sich das anschauen. So wie ihr euch das jetzt gerade anschaut. Ah, dieses YouTube ist immer noch seltsam, und dafür Videos produzieren fühlt sich immer noch nicht natürlich an. Naja. Falls es euch noch interessiert, ihr noch Fragen habt zu, wie ist diese Seite entstanden, dann, ja, dann sagt Bescheid. Und dann werden wir gucken, ob wir das in Zukunft noch ein bisschen weiter erläutern. Ansonsten danke für eure Aufmerksamkeit und habt noch einen guten Tag.